Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Sieht man nicht jeden Tag. Was hast du gesagt, Bauer? Nichts. Gut, belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Die Sprüche, ey. Na denn. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Hier, Axi. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Wo ist denn dieser Schweinestall? Ach, hier. Hier. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. So, und da ist noch eins, ne? Ja. Na komm, hier bin ich. Hallo, Schweinchen. Komm. Komm rein. Komm, Schweinchen, komm. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Schweinchen. 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 Ja. 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 Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Ja. Hey da, Meister Hexer. Ah, was war das gerade für ein Trick mit den Fingern? Genau, habe ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen und wirst nicht zum König der Schweinehirten gekrönt. Shani, was sagt Geralt in solchen Situationen? Verdammt. Ja, ganz genau. Verdammt. Verdammt! Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Harke in den Arsch, ihr Hundesöhne! Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Shani. Ich hab genug von diesen Hinterwäldlern. Minu, ist gemein! Vergib mir, Shani. Ich habe dich enttäuscht. Och, Shani. Wegen des Schweins? Ja. Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Was immer es war. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im Geringsten. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Na komm, was vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Was? Schon mal daran gedacht? Was? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everbeck. Allein diese Stimme, den Sprecher, den sie da ausgewählt haben. Ausgezeichnete Wahl. So geil. So geil. Kennen wir uns? Noch nicht. Wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charmy. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Komm her, ganz flachen Spruch. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften?
Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Oh. Aber wie? Ja. Oh. Hm. In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Da ist schon meine Brüder da. Hier, komm her. Bleibt ruhig, Burschen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Ui. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Stopp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everek einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Pflegel. Jetzt gib's auf die Omme. Zaunlatten. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen, verdammter Lustmolch. Na. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Tracht Prügel meines Lebens verpasst. Wie Lappner. Und das auch noch vor den Augen einer Maid. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl. Füße stillhalten, ja. Mensch. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everrang, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Das wäre eine geile ich Party. Ich wollte noch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermögen nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Ich bagger mal schön weiter. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune? Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Was für eine geile Party. Was für eine geile Party. Alter Schwede, ey. Ah, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Zeit für noch mehr Spaß. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie, bitte?
Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Oh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Okay. Das ist ein bisschen eklig, ne? Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Wo sind meine Schuhe? Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Arschloch. Idiot. Mann. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutationen werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Klingt nach Spaß, oder? Klingt doch nach Spaß. Machen wir mit. Oha. Das war noch nicht alles. Ups, hast du hier einen Blick gesehen? Feines Spiel. Charlie, dein Schuh. Die ich Jungs beweise, hauen ab und die Mädels kriegen Stielaugen. Ach, herrlich. Na denn. Sieh her, Charlie. Bin voll konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor, was? Das ist einfach. Das ist super einfach. Guck mal, da haben wir einen Schuh. Da ist noch ein Schuh. Da liegt noch ein Schuh. So, haben wir noch ein paar Schuhe hier? Nee, ich glaube, ich rede jetzt schuhfreie Zone hier, ne? Wunderbar. Hier, Achtung. Moin. Schwidu. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Das ist eine Drecksau. Vielen Dank. Nichts geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Mit schweren Sehnen haben wir bei mir nie viel am Hut. Meine Güte, du bist doch dumm.
Es geht nicht um Schuhe, sondern um das, was er sonst noch drauf hat. Genau, es geht nicht um die Schuhe. Meine Damen und Herren, kommt her. Seht und staunt. Im Regen auf. Wann hast du zuletzt eine Frau gehabt? Ach, herrliche Party. Was gibt's denn hier? Hübscher, trink doch mit uns. Lass uns nicht betteln. Wir trinken auf das Brautpaar. Okay, ne? Ja, Hexer? Was soll das Gesicht? Oh. Na gut. Dann trinken wir mal. Mit uns. Ja, mit schöne euch trinke ich gerne. Schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Prost. Und auf deins natürlich. Wa. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Man kennt mich. Hulala. Aber schnell wieder nüchtern geworden, ne? Das ging ja recht zügig. Ich ruf meine Mama. Ja. Wer hat da jetzt gerade angepfiffen? 10 kleine Monster, die schauen hungrig rein. Die Gurkensuppe gibt's heute. Erfressen sie das Kleinste, da waren es nur noch 9. Wow. Really? Mann. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Muss recht, hast du recht, ne? Wir könnten ja alle mal den Buckel runterrutschen. Nee, das ist, glaube ich, keine spaßige Party. Lass mich in Ruhe! Ja, dann kann ich dich. Leider wie der Flammenrose. Du siehst ein bisschen gefährlich aus. Nicht mal für seine Armee drauf. Und? Du siehst irgendwie krank aus. Nicht wirklich. Na gut, Gaunter Odin. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu, lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Okay. Sei gegrüßt, Shani. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgiert von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Everek? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer, und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln, aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Unsinn! Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgiert war schneller, treffsicherer, stärker.
Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Ja, ja, der Spiegelmeister. Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht drum. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird knapp. Die Haubenzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, amüsiere dich. Lass dich gehen. Ja, super. Eine ganze Minute haben wir noch. Ja? Wow. Oi, oi, oi! Sei gegrüßt! Oh. Du Esel! Bist du taub? Ich kann die Ohren nicht abnehmen. Was für eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespart. Ja, die Eltern haben nichts gespart. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schan. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Nix da. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. 1, 2 haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar geworden. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar.
Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst keine poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir Baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass ihr ein Paar seid. Dem heiligen Braut nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Wie klar das war. Wie klar das war. Sehr schön. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierts Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schade, Liebling. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everek, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Das war's, ne?